Muss ich, dass der scheiß Bildschirm ausgeht. Aber ich weiß schon wieder nicht, wie viel verloren gegangen ist. Jetzt ja feststehen, ich hänge die zwei Sachen dran. Ich kümmere mich darum nicht mehr. Ich kann es nur, zum Glück ist der Bildschirm dann irgendwann dunkel. Dann fällt es mir auf. Warum denn nicht gleich dunkel wird, wenn die Aufnahme aufhört? Verstehe einfach nicht. Weil ob da oben das Licht dann noch brennt oder der Bildschirm dunkel wird, das ist ein entscheidender Unterschied. Also das kannst du nicht übersehen. Das da oben kannst du übersehen. Vor allem, wenn du gerade so drin bist. Passiert mir jedes Mal in dem Moment, wo niemand daran denkt, dass das rote Lichtl blinken muss, hört es halt auf. Erst blinkt weiter. Das Aktio, Reaktio. Liegt das daran, weil ich schon weiß, dass das Ding ab und zu ausfällt? Ja, ich sage ja, das. Selbst so ein Scheiß kannst du nicht genau sagen, warum es passiert. Ich kann aber sagen, dass da passiert und immer wieder. Und das ist angesteckt und 100% Akku. Weißt, das ist nämlich auch dann, wenn es das lädt. Ja? Da kriegt es ja irgendwann die Message, ja, du bist jetzt voll geladen. Ja? Und das war ja nicht weiter schlimm, wenn es nicht so wichtige Message ist, dass man alles andere unterbricht. Also wie Aufnahmen. Na echt, ist das so wichtig, dass jetzt die Batterie geladen ist? Dass man das unbedingt mitteilen muss. Was? Das musst du ja nicht mitteilen. Das sind so Logiken, wo ich sage, hörst, du sollst mir sagen, wenn es wenig ist. Aber wenn es voll ist, na, dann ist es voll. Was muss ich, da brauche ich ja nicht drüber nachdenken. Was soll die Message? Das ist immer dasselbe. Also wenn Sportreporter da sitzen und dann da das erzählen, was auf dem Bildschirm passiert. Sag ich ja, du besprichst das Offensichtliche. Du solltest eigentlich Hintergrundinformationen weitergeben, die du mir voll rein schaffst und nicht sagen, oh, da schau her, der ist jetzt in anderen reingefahren. Oh, blöd. Und dann so machen. Leider die Formel 1 ausschauen, werden dieses Geräusch hassen. Aber vielleicht geht das nur mir so. Und ich sage da wieder keine Namen. Kennen Sie den Rennfahrer? Naja, der ist auch schon tot. Nicht? Hätte aber schon viel früher drauf gesehen und hat es verweigert. Gesagt, nein, weißt du was? Ich habe zwar brennt ein bisschen, aber das heißt noch lange nichts. Das heißt dann noch lange nicht, dass wir deswegen aufgeben. Aufgeben tut man einen Brief. Ich sage jetzt, es gibt Leute, die verehrt man, weil sie nicht aufgeben haben. Immer damals denkt, bist du deppert? Und vor allem, ich weiß nicht, ob das immer so, da gab es einmal, ich glaube, eine Aufnahme, wo man das live gesehen hat. Was er da beim. Im Nachhinein war das, glaube ich, gar nicht so ideal, was da gemacht haben. Aber sagen wir es mal so: Sie haben es ihm so verkauft. Wenn du das jetzt durchhältst und du hältst die Schmerzen aus, wenn wir dir den Schaß rausziehen und das täglich wiederholst, also wie die quälen die täglich, wie die üben, dann überlebst du es. Naja, das hat ihm gereicht. Das war reasonable. Ich muss mich noch mehr quälen, dass ich nachher gesund werde. Das verstehen die Leute. Das verstehen die Leute gut. Dabei ist nicht notwendig. Wenn er nur den Glauben gehabt hätte, ich wäre gesund, hätte ich gar nichts machen müssen. Der Körper kann es sich selbst heilen. Das Schwierige ist, das zu glauben. Weil es wird ja von Kindheit eingeredet, dass das nicht so ist. Aber wenn du es magst, dann tut dir das weh. Naja, dann glaubst du es halt irgendwann. Ich habe ziemlich lange geglaubt, ich bin unverwundbar, weil mir nie einer gesagt hat, mir kann was passieren. Und mir ist auch nie was passiert. Das ist jetzt die Frage. Passiert das dann erst gar nicht? Wenn du einfach nicht glaubst, dass da was passieren kann. In der jugendlichen Unvernunft denkst du einfach, pff, was soll es. Und dann geht es einfach so, pff, was soll es. Und wie gesagt, der Spruch von meinem Vater,
Hey, wenn sie da runterlässt, kriegst du mir noch einen Deutschen. Der war wichtig. Die hört das noch immer, den Posuderspruch und dann noch immer. Das hat er genauso viel Aufmerksamkeit gegeben, dass er nicht völlig wurscht war. Ja? Das sollte ihn nicht nervös machen, aber so sagen, naja, runterfallen war blöd, weil dann krieg ich noch einen Deutschen. Weil runterfallen war er so blöd gewesen, aus dem gebrochenen Haxen, aber das, oder noch mehr, aber das sollst du dir ja nicht vorstellen. Aber die Flaschen, die war. Du kannst dir vorstellen und das tut nichts. Das ist okay, wenn ich so deppert bin, dass ich da runterfalle, habe ich es nicht besser verdient. Ja, das war das. Und dann hast du das erst gar nicht gemacht. Es ist keiner von ein paar, nicht, dass wir nicht runtergeflogen waren. Aber es ging ja darum, du darfst da nichts tun. Du darfst zum Baum fliegen, aber du darfst da nichts tun. Er hat gesagt, du kriegst die Flasche nur, wenn du da was tust. Und es hat sich nie einer was da. Nicht, dass er sich nicht weh da hat und hinten heimgegangen waren und dann so da und das war nichts. Ja? Aber in Wirklichkeit ist nichts passiert. Und was, der Kirschenbaum war fast 20 Meter hoch. Nein, nicht so hoch, aber fürs Kind war der irgendwo. Da bist du oben auf die Äste und tanzt. Auf die dünnen, weil was ganz außen sind ja die guten Kirschen. Und die müsst ihr essen. Es war der Alex und die haben sie die Kirschen gebracht. Und sie hat ja gesagt, sie dürft zurück essen. Aber wenn es runterkommt, sollte das Ding voll sein. Und das hat ja auch gereicht. Das war ein Kirschenbaum, der hat so viele Kirschen da oben gehabt. Du hast das echt nicht erfressen können. Und der Scheiß. Und das hat sich auch immer so geäußert, dass man zu der Zeit bösen Durchfall hatte. Weil du hast die Kirschenkerne nicht gefressen, zeitweise und was weiß ich was. Und ich sag das war wie ein Jungbrunnen für den Darm. Der hat immer gesagt, du, jetzt sind wir wieder, immer zum Geburtstag war das, da hat es dann richtig durchputzt der Woche. Und dann war es wieder gut. Das sollte ich wieder mal machen. Kirschen fressen so lang, bis die ausscheißt. Mit den Kernen. Das wird wahrscheinlich eh alles durchputzen. Aber kannst du nicht machen, weil so ein Kern, und das wird ja immer gesagt, wenn es da irgendwas, der kennt sich ja mit dem Finger da unten verfangen. Und da frage ich mich auch immer, verfangt sich da noch was, wenn man weiß, dass da was ist, wo sowas verfangen könnte, weil eigentlich ist ja nichts da. Ich sind heute wieder philosophisch drauf, es ist herrlich. Und gefressen haben wir jetzt auch wieder. Ja, ein bisschen Nudelsalat dazu. Völliger Blödsinn natürlich, Kohlenhydrate mit Fleisch gemischt. Aber was soll's, ich bin schon blatt. Man könnte ja noch blatter werden. Klar, warum nicht? Könnte aber schlanker werden vom Fressen, was weiß man. Ich konnte keine direkte Korrelation feststellen in meiner Vergangenheit, wo ich sagen könnte, da habe ich besonders viel gegessen und da war ich besonders blatt. Ja. In den Zeiten, wo ich am meisten gefressen habe, war ich am schlankesten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Natürlich habe ich da auch relativ viel gemacht, aber trotzdem passt das irgendwie nicht so. Ich fühle es nicht. Da war ja eigentlich etwas, wenn man da denkt. Aber das wollte ich ansprechen. Weil mir fallen ja manchmal Sachen auf. Und da denke ich mir dann, das ist auch so ein Punkt, den ich erwähnen kann. Zeitweise. Und so ist das so. Aber natürlich, dass ich heute meinen Arsch rausgeklingt bin und die zwei Schulden gekommen sind, ich meine, das Bild für Götter, wirklich. Und dann haben die noch die Korruptspäder reingekommen. Das Leben schreibt zeitweise Storys, was du denkst, das geht gar nicht. Aber auch das ist mir wieder vorgeführt worden heute. Das Leben kann dich trotzdem noch überraschen. Du denkst dir eigentlich, jetzt kennst du dich aus und dann, na, aha, Überraschung. Aber ich bin ja eh froh drüber. Das war ja sonst langweilig. Das ist Überraschung, das mit der Musik. Völlig überraschend. Nichts Besseres denkt, oh, da gibt es ein Programm, wo man ein bisschen mit Musik reinigen kann. Seitdem bin ich geguckt. Und hab echt bis jetzt, stell dir vor, 90 Euro ausgeben. Das ist, vor der habe ich mir echt beim Fenster rausgegangen. Und ich habe immer noch 5000 Token und weiß nicht, wo ich es damit machen soll.
Aber finden wir schon was. Aber ich sage nur so. Ich habe ein Lehrl für meine Mama geschrieben, das muss ich jetzt neu singen muss. Weil das ist ja noch mit der falschen Stimme. Genau, und die alten Wiener Lieder, die muss ich jetzt auch, die ich angefangen habe, die kann ich jetzt auch mit einer wienerischen Stimme versuchen. Ich weiß aber, dass ich Vorschub leiste, damit das die Wienerisch verstehen, aber vielleicht verstehen sie uns dann besser. Wenn sie der Sprache verstehen, verstehen sie die besser. Alle. Dann gibt es keine Missverständnisse. Ich möchte denen einer beibringen, weil ich möchte nicht, dass die dann irgendwas von mir aufzeichnen und dann ist das falsch. Und dann ist das, was ich da gerade rede, vielleicht gar nicht witzig. Stell dir vor, das ist dann nicht witzig. Ich habe mich so angestrengt, dass das dann ein bisschen witzig ist. Eigentlich streng ich mich gar nicht an. Wozu? Es hucht dir keiner zu. Wie gesagt, Liberation. Ich habe so viel eine gar nicht aufgespielt, weil ich naja, habe halt keine Lust. Da ist so viel Material auf meiner Festplatte. Naja, manchmal vergesse ich einfach. Jetzt ist die Frage, was staut sich denn da noch? Na, ich brauche natürlich schon ein bisschen an, also du brauchst ja dann ein, wenn dann dieses Interesse da ist, dann brauchst du nur ein Programm, das du verkaufen kannst. Ja, deswegen habe ich noch viel auf der Festplatte und ich meine, warum tue ich die besten Sachen nicht aus? Die witzigsten Sachen behalte ich mir. Ja, ich denke einfach, die brauche ich noch. Aber das kann ich dann in das Programm ausgeben und sagen, wenn man bekannt ist. Wenn du es nicht bist, interessiert es keinen. Also das, was ich ausgebe, das ist das Mahlzeit, weil da rede ich halt nur. Und meine ist das wichtig, also das ist das Programm, was ich so habe, was ich schon im Kopf habe, das echte Programm. Weißt du, wo ich mir Mühe gebe und wo ich dann auch da stehe und dann rede ich schon. Ich meine, dann mache ich das schon so, ist das ist ein bisschen anders. Und das muss ich ja nicht gratis auslassen. Ob das gut oder schlecht ist, was weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, mir gefällt es nicht mehr so anschauen. Ich denke mir immer, schade, dass ich es nicht raus tue, aber auf der anderen Seite, dann habe ich ja nichts mehr. Ich will nicht alles gratis herschenken. Ich bin ja schon ein Trottlerfester, aber nicht ganz so fest. So, jetzt fällt mir das ein, was ich eigentlich erzählen wollte. Aber dazu brauche ich die Maschine. Also für die Story muss ich die Maschine jetzt sagen. Ich kann nur sagen, heute, so als Teaser für das nächste Mal, wenn es auftrat. Ich hätte mich heute beinahe umgebracht. Und gleich meinen Kollegen mit. Weil ich noch gesagt habe, solche Schwungradeln, ja, die storen unglaublich viel Energie. Und das ist mir heute und meinen Kollegen deutlich vor Augen geführt worden. Dass so ein kleines Alu, das ist ja nicht besonders groß, aber wenn sie das mit 3800 tun draht, dann fliegt es nur eine Zeit lang in der Gegend runter, wenn das von der Achse hüpft. Alter, das ist immer angeflogen, und alles mögliche runiert, habe ich gesagt, schau, das ist die Energie, die da drin stored ist. Und ich kann das rausschießen. Ja, geht von Kreis in Linear. Da sagen die Leute nichts drauf, sage ich, Alter, das gibt's noch nicht. Ja, das kannst du auch mit einer Railgun, sage ich, ja. Wie oft verwenden sie denn die? Das Ding ist super kompliziert, du brauchst eine Menge Strom und alles Mögliche. Und dann, ja, dann hast du immer noch ein Problem beim Schießen. Und weil das Ding so groß ist, dass du nicht einmal weißt, was ist das. Das, was ich da habe, sind nur zwei Rahlen, das zusammenhängst, dann hast du ein paar fixe Magneten, wo das durchflutscht und dann fährst das von hinten. Und vorne fliegt es mit Mach 5 raus. Was ist da kompliziert? Ich sage immer, Kinder, ihr müsst doch Preis-Leistungs-Verhältnis. Sagt euch das nichts? Wenn ich eine Kanone bauen kann, die für kleines Geld mehr anrichtet als die teuren. Und das ist ja nichts Schwieriges, das kann sich jeder bauen. Wenn das dann auch jeder hat, dann ist es so, wie wenn die Mädels ein Puffen stecken haben und wenn einer vergewaltigt wird, feststellen, dass sie eine Airwig sind. Ja? Das ist genau dasselbe.
dass dann ein Land wie Österreich zum Beispiel, dann können wir sagen, legt uns am Arsch. Na, kommt's halt. Ja, dann kommt's halt. Seht schon, was passiert. Und dann, ja, das können wir so nicht. Aber mit dem, was ich da habe, ja, aber das haben dann alle. Und dann hört sich einfach das Kriegsspielen auf. Warum soll ich Kriegsspielen, wenn es keinen Gewinner gibt? Ja? Ja, da verlieren alle gleich. Da gewinnen alle gleich und da verlieren alle gleich. Liberation. Ja? So verrückt so klingt, du musst nur eine büllige Waffe bauen, die besser ist als alle, die da sind. Fertig. Und ich habe mich immer gewundert, warum fällt mir das ein, warum muss ich das Ding bauen? Das ist doch eigentlich ein Puffen. Ja, dann habe ich mal wieder drüber nachgedacht. Da habe ich gesagt, mir passieren solche Sachen nicht aus Zufall, dass das vor meinem geistigen Auge einfach auftaucht und sagt, schau, das geht damit auch. Und ich sage, das ist aber scheiße. Dann sagt das andere Ich, sagt, ja, an sich schon auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht sich der Blödsinn damit aufhören. Bei Krieg führen ist ja Blödsinn. Das wird ja hoffentlich jeder begreifen, dass Krieg führen nicht dazu da ist, um irgendwas. Das ist dazu da, dass Leute Geld damit verdienen und nicht zu so knapp. Auf Kosten anderer. Wie immer. Das ist immer auf Kosten anderer. Wenn Leute reich sind, ist der andere weniger reich. Also auf Kosten anderer. Wieso, der hat sich das ja verdient? Ja, wenn du mir jetzt erklärst, dass der Herr. Ja, Gesangsverein mit seinem blauen Sweater, irgendein Euro in seinem Leben jemals verdient hätte, im Schweiße seines Angesichts, am Friese am Besen. Der hat noch nie einen Euro verdient. Nicht? Verdient, man verdient. Verdient heißt kackelt. Der hat doch noch nie in seinem Leben was kackelt. Das sieht man ihm doch auch. Hast du schon mal die Fingerchen gesehen? Der weiß doch gar nicht, was eine Schaufel ist. Deswegen ist das auch kein 3 Uhr morgens Freund, da kannst du sicher sein. Den kannst du um 3 Uhr früh anrufen, der sagt dann nicht: Hey, passt schon, brauche ich eine Schafe mit. Ich habe 3 Freunde insgesamt gehabt, wobei bei dem einen war es diskussionslos, weil da hätte ich erst gar nicht gefragt, ob ich eine Schafe mitbrauche. Da hätte man nur angerufen, da habe ich schon eine Schafe im Handling gehabt. Weil das war klar, wenn ich den anrufe. Aber auf der anderen Seite, wenn du ein Problem gehabt hast, dann ist der gekommen. Ja, hundertprozentig. Und der hat dann aufgeräumt. Was praktisch ist, wenn man Leute kennt, die auf das stehen. Ich stehe da drauf nicht. Aber wenn die wer ärgert, dann rufst du ihn an und sagst, weißt du, was da drin ist, ärger den mal. Ja, das geht ganz einfach. Das haben schon ein paar Leute mit mir gemacht. Und dann habe ich wo angerufen und gesagt, das hat mich geärgert. Dann sag ich, was? Der hat dich geärgert. Machen wir gleich. Ist nett, dass ich sowas noch kenne. Solche Leute kenne ich leider nicht mehr. Ja, das waren meistens immer so schick Bücher. Ja, Bücher. Bücher, vielleicht knapp dabei. Vielleicht deswegen. Aber weißt, die Leute haben ein Ehrgefühl im Körper gehabt. Da war das nicht so, dass du einfach irgendwelche Sachen einfach machen hast können und der hat gesagt, das passt schon. Da hat er gesagt, das da, na, kannst du nicht einmal im Traum. Weißt? So was wie Kinder verzahren oder so. Ja, Erwachsene in Arsch treten, kein Problem. Weißt? Aber ab einer gewissen Größe hört es dann auf. Die haben ein Ehrgefühl gehabt. Ja? Oder Familien oder so. Nein, 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 nein. Arschlöcher dreschen, kein Problem. Ja, aber ansonsten, ja, aber weißt, man kann es einfach nicht anzweifeln, dass es manche verdienen. Und manche schreien gerade danach. Bitte, bitte, bitte. Und du darfst dann auch heutzutage kriegen die Erziehung nicht mehr, die sie benötigen. Ich meine jetzt auch Erwachsene, ja, die über 21 sind oder sonstiges, die Pappen aufreißen zu einem Zeitpunkt, wo du denkst, vor 20 Jahren heißt, oder von mir sind Zeiten, wo ich aufgewachsen bin, hätte es sowas nicht gegeben. Weil dann hätte es die nicht mehr gegeben. Aber das ist heutzutage, dürfen die alle sagen, was wollen und nichts passiert. Und dann wusste es die, dass die Leute nichts auf die Reihe kriegen. Weil
Wenn du alles geschenkt kriegst und alles von dir weggehalten wird, was irgendwelche Probleme sind, was willst du denn dann leben? Was lernst du denn dann? Gar nichts. Du lernst nur, dass du dass das Manna vom Himmel fällt und du brauchst nichts machen. Das lernst. Und alle, die was machen, die sind ein suspekt. Wieso macht denn der was? Warum passt denn dem was nicht? Das ist doch alles super. Ich kriege alles gratis und ich kann zum Beispiel einkaufen gehen ohne Geld. Das haben sie jetzt in Amerika eine Zeit lang gedacht, das ist eine gute Idee. $900 hast du mitnehmen können an Gut, ohne dass du was verhaftet worden bist. Also, wo soll denn das hinführen? Was habt ihr denn für Ideen? Die können einfach reinkommen, was klauen und gingen dann wieder. Wie kann ich. Weißt du, wie soll denn da Vertrauen in die Gesetzeslage sein, dass du einen Shop hast? Also, ich hätte jetzt einen Shop in Amerika und dann kommt da einer und rammt er die Bude aus. Und du musst auch mitzählen, erst wenn er 900 beieinander hat, darfst du anrufen und sagen, da bricht gerade einer ein. Nein, machen darfst du noch immer nichts. Den aufhalten, ja, da kannst du, da gehst Bälle. Ja. Wenn der sich dann einen blauen Fleck holt, dann zeigt er dir an und dann wirst du eingesperrt. Du glaubst, das ist nicht passiert, das ist genauso passiert. Da hat einer randaliert in der U-Bahn mit Messer und allem. Und ein Kriegsveteran hat unter Einsatz seines Lebens den anderen in Schwitzkasten genommen. Und ich weiß ja, wie es mit Schwitzkasten ist, du musst aufpassen, wenn er zu viel zahlt, dann zahlt er zu lang. Das sind unvernünftig, die Leute, weil normalerweise, wenn das Gagerlotrat wird, zahlt es nicht mehr. Da sagst du einfach, passt schon, ich mache nichts mehr. Ne? Der wollte halt unbedingt weiter, wahrscheinlich auf Drogen ohne Ende. Ja, was, dann, ja, dann hat das Herzl nicht mehr mitgespielt beim anderen, weil er gemeint hat, er braucht keine Luft. Und ja, dann ist er gestorben. Und dann war natürlich der schuld, der den Irren versucht hat zu bändigen. Der ist dafür in den Knast gegangen, dass er sein Leben für die anderen Mitbewohner aufgeht, ein Ding und hat den. Er versucht, der hat ihm nicht gleich niederpragt. Der hat, was, da muss der zugehen. Mit einem Messer muss der den erst das Messer wegnehmen und dann kann sie ihm erst den Schwitzkasten nehmen. Was, unter Einsatz des Lebens hat er versucht, den möglichst schonend auszuschalten. Dass der natürlich, wenn der jetzt, was weiß ich, schon drin hat in seiner Blutbahn, ja, eh schon am oberen Limit da rennt. Ja. Und dann muss er ihn auch halten, dass er nicht deppert wird. Und dann geht er drauf, dann bist du schuld. Das ist nicht mehr auffassen. Wenn der sagt, hey, bald der Berückte und der fällt um und ist tot, dann bist du schuld. Ja, was. Ja, nicht vergessen. Das ist nicht alles Amerika, was Amerika ist. Weil in Texas zum Beispiel, da wo ich hinfliege, na, da ist das nicht so. Wenn da einer reinkommt und randaliert, na, dann kriegt er eine Kugel, dann kriegt er und dann tragen sie ihn wieder raus. Und die Sache ist erledigt und deswegen macht das keiner. Weil jeder weiß, weißt, wenn ich da jetzt da hingehe und mit der Puffen rumfuchtel, dann bin ich gleich tot. Nur in der Schule nicht. Die Schulen sind waffenfreie Zonen und die sind nur waffenfrei aus dem Grund, dass einer, wenn einer eine Waffe hat, der es mitnimmt, dann nicht gleich erschossen wird. Ja? Dass dann ein Massaker passieren kann und dann gesagt, die Waffen sind schlecht. Verstehst du, was die machen? Die, wie bei uns. Wenn sie die kontrollieren, ohne dass das irgendwie angeschaut wird, also wenn der kontrolliert, ohne dass er nachher was tun kann, wenn er die Waffe findet, ja, was macht er denn, wenn der den 45er auslegt und dann in die Tassen reinlegt? Was sagt er denn dann? Das dürfen sie aber nicht tun, die sollten sie nicht haben. Also dann nehmen wir es mal weg. Was macht er denn da? Da geht er hier und nimmt ihm die Puffen weg, oder was? Bloßhändig? Weil der nimmt es wieder und macht Bumm. Naja, das geht so. Und dann liegt er da und schaut blöd. Und dann liegen die zwei auch noch, weil du brauchst keine Zeugen. Und alle anderen auch, die rumstehen. Und wenn er gescheit ist, rammt er so auf, dass niemand übrig bleibt. Und dann geht er heim und keiner weiß. Ja? Ja. Wenn's genügend brutal bist, also wenn du das tun kannst, ich kann ja sowas nicht tun, aber rein von der Theorie, ja, musst du nur sagen, dass keine übrig bleiben, die was sagen könnten. Weißt du, wenn 30 Leute fallen, und da ist zwar einer,
Verdacht? Glaubst du, dass dafür andere aufzeigen und sagen, ja, ich habe was gesehen? Aus irgendeinem Grund sind nicht die 30 Leute nicht mehr da. Ja? Die haben was gesehen, was nicht sehen hätten dürfen. Oder den bezichtigt da irgendwas oder der hat sich halt nicht mit denen verstanden. Und wenn du hingehst und sagst, ich weiß aber was von dem, naja, wie groß sind deine Chancen? Weil solche Leute, die kennen andere Leute. Und du sagst, der gehört mir da der andere. Da ist die Adresse. Na, wie glaubst du, wie lange schnauft denn der noch? Das ist ja nicht einer, der alleine lebt. Der kennt andere auch, die so sind. Und die helfen sich gegenseitig, weil die wissen, manchmal brauchst du dann, der den Job für dich erledigt. Auch wenn du das selber kennst, aber du stehst halt unter Beobachtung. Und so ist passiert. Es gibt keine große Connection. Die sind connected über Ecken, die man nicht wissen. Leicht geht das, ne? Und da ist das auch so, dass Leute so wie die, wie ein Körperteil hassen von einer Frau. Ich weiß, Klitoris gibt es, ne? Und da gibt es, glaube ich, in Amerika Leute, die hassen so ähnlich. Wo ich mich immer wundere, warum macht da keiner einen Scherz darüber? Dürfen die nicht oder können die nicht? Weil das, den Namen von denen nicht, irgendwann habe ich noch nie einen Witz darüber gesehen, über das, dass das ja nicht ein weiblicher Sexual-Dings ist, obwohl es da genügend Sexgeschichten mit dem Typen gibt. Also fand ich irgendwie komisch, dass das noch nie angesprochen worden ist. Ändert sich natürlich, wenn ich nach Amerika gehe. Da habe ich schon eine Nummer im Kopf dafür. Weißt, ich habe ja englische Nummern auch noch im Kopf. Ich kann das zweisprachig. Und das ist manchmal witzig, weil ich kann deutsche Nummern einfach da drüben Englisch erzählen und die kennt keiner. Also du kannst rein theoretisch so ein Hinterholz 8 auf Englisch da drüben vortragen und kannst es ja natürlich mit Deutsch, Englisch ein bisschen mischen, was die lustig finden. Erklärst dann, wie Wienerisch funktioniert und so passt's. Also nicht, dass ich nicht einen Plan hätte, wenn ich da hingehe, weil ich muss ja da auftreten auch noch. Aber deswegen übe ich das schon ein bisschen. Ich glaube, die nächsten paar Mal mache ich einfach in Englisch. Muss aus Jux und Tollerei, nur dass du sagst, dass ich das auch kann. Now I could not. Das ist komisch, wenn ich so lange Wienerisch geredet habe, tut es mir mit Englisch ein bisschen. Das ist ja so, weil ich rede mir ja gerade auf Deutsch an und deswegen tue ich mir mit Englisch schwer. Da muss ich von Haus aus mit Englisch anfangen, sonst kommt es mir komisch vor. Ich habe so Interviews gehabt, da reden sie dann auf Englisch mit dir und verlangen von dir, dass du auf Deutsch antwortest. Das hat echt, das kostet Mühe. Weil automatisch ist das Wort Englisch eingeschaltet worden und dann, verdammt, ich will jetzt nicht, ich sollte das in Deutschland. Dann sage ich, bitte, dann fragt es mich nicht auf Englisch. Wenn sie eine Frage auf Englisch stellt, dann geht es da oben automatisch in Englisch-Mode. Dann habe ich natürlich, was wollt ihr denn fragen? Dann sage ich, kennst du mich? Da, ich schreibe es euch auf, da ist die deutsche Frage im Lautsprecher. Dann habe ich es eh schon gewusst. Dann habe ich nur gesagt, ich weiß die Frage schon. Geht. Und dann habe ich aufs Englisch gekommen. Aber wenn sie mich auf Englisch gefragt haben, das habe ich nicht zusammengebracht. Das war das automatisch, das habe ich immer zum Stottern angefangen. Deutsch. Ja, das ist, wenn das einmal automatisiert ist und zweisprachig bist, echt, dann denkst du nicht mehr drüber nach. Wenn einer Englisch redet, dann antwortest du auf Englisch, weil du denkst schon in Englisch. In dem Moment, wo der Englisch redet, das nimmt ja schon Englisch auf und dann kann nur Englisch wieder rauskommen. Also kann ich schon, aber dann muss ich echt das Englische übersetzen, dass ich es dann wieder ins Deutsche machen kann. Wie Übersetzungsprogramm. Du kannst, wenn ich das da einschalte und wenn ich Englisch einschalte und Deutsch einrede, dann verstehe ich das nicht. Ja, das ist das Programm, rennt genauso in meinem Kopf. Schon wieder so eine Sache, die genauso rennt. Ja, wir haben irgendwie mehr Ähnlichkeiten mit Computerprogrammen, als wir lieb haben wollen. Das wird nur verdeckt. Weißt von schlechtem Gedächtnis und so Sachen, das du schlechter kannst. Als so andere Systeme. Aber was ist, wenn wir das nur absichtlich angestellt haben? Und du kannst es aber wieder. Oder du findest einen Weg, dass das.
dass das Problem nicht mehr habe. Ich habe alle möglichen körperlichen Probleme, aber mit meinem geistigen Auge oder mit dem Gedächtnis oder mit dem, was da um vor sich geht, das ist so viel besser geworden. Besser, was soll ich denn da besser verstehen? Ja, also, Entschuldigung, ich mache Musik und dann mache ich das und mache ich das und dann quatsche ich den ganzen Tag. Das ist besser als früher. Ich kann es nicht anders nicht. Ich kann sagen, mindestens 6, 7, wahrscheinlich mehr, weil ich höre nicht zum Reden. Programm im Kopf, was man auch immer Programm nennen kann. Ich höre nicht zum Reden. 30 Minuten in und er sagt, er kann nicht zum Reden aufhören. Schlechtes Zeichen. Nicht, dass man das nicht selber bewusst ist. Ich sage ja, ich verstehe mich ja schon ganz gut. Und jetzt muss ich doch die Aircondition einschalten, weißt? Und das ist immer so deppert, das ist so laut, dass das dann geschissen ist. Und deswegen, ja, machen wir mal Schluss, 30 Minuten rein.